So, an dieser Stelle wünsche ich euch schon mal einen wunderschönen Nachmittag. Herzlich willkommen hier zurück in unserem Live-Trading Room. 15 Uhr. Ich möchte mit euch, wie angekündigt, ein Spezial machen mit dem Thema Dow Jones 30 Aktien. Ziel der ganzen Sache soll es also sein, die 30 Aktien aus dem Leitindex aus den USA, dem Dow Jones, zu analysieren, über die technische Analyse in Long- und Short-Kandidaten zu unterscheiden und dann mit diesen daher ermittelten Kandidaten und so gefilterten Titeln eine relative Stärke bzw. Schwächeanalyse über den Vergleichszeitraum eines Jahres zu machen, um so mögliche Long- und Short-Kandidaten für ein marktneutrales Trading-Depot auch zu ermitteln. Ja, das Eröffnen eines MT5-Demokontos habe ich euch dazu empfohlen, habe aber auch mittlerweile gemerkt, das kann etwas dauern, weil man muss dann beim Broker auch nochmal ein Formular unterschreiben, um den Datenfeed zur Verfügung gestellt zu bekommen. Das heißt, wir werden jetzt natürlich hier das Ganze insofern so weit durchziehen, dass wir eben die Top- und Flop-Aktien ermitteln. Die Umsetzung dann werden wir wahrscheinlich dann so bald machen, sobald wir eben hier die Zugangsdaten vom Broker haben. Erster Schritt ist, wir schauen mal ganz kurz auf den Benchmark-Index, den Dow Jones hier im Future dargestellt. Wir sehen langfristig gesehen, dass jetzt ein Wochenchart über den Zeitraum mehrerer Jahre einen intakten Aufwärtstrend und jetzt mit dem Ausbruch über die alten Allzeithochs natürlich auch hier die Situation einer Trendfortsetzung, sodass wir hier jetzt nach den schwachen Sommermonaten August, September durchaus auch natürlich mit einer Jahresendrallye bzw. einer Trendfortsetzung langfristig long rechnen dürfen. Die relativ starke und nächste horizontale Unterstützungszone, zumindest aus Sicht des Futures, liegt bei 17.865 Punkten. In der Kasse weicht das um ein paar Punkte natürlich dann ab. Wir sind die ersten Schritte. Nun, man muss sich natürlich hier an dieser Stelle erstmal einen Überblick verschaffen, welche Aktien sind denn im Dow Jones gelistet. Das kann man einfach googeln. Ich habe jetzt hier von finanzen.net mir die Dow Jones-Werte einmal anzeigen lassen. Ich stelle euch den Chat kurz ein, den Link kurz in den Chat. Und hier gehen wir einfach dann diese Liste natürlich kurz durch. Ich habe auch schon mal angefangen, Trade Signal hier die ersten Charts zu analysieren. Habe jetzt nicht alle geschafft bis 15 Uhr, aber das ist nicht schlimm. Das heißt, wir können jetzt dann die anderen kurz dann auch zusammen uns anschauen. Ich habe mir Wochencharts genommen, sodass eine Kerze einer Woche Handel entspricht und wir ein paar Jahre Historie uns anschauen können. Und hier möchte ich eben jetzt kurz filtern anhand der gleitenden Durchschnitte oder anhand der klassischen Charttechnik. Sind es eventuell Long-Kandidaten für uns oder sind es eher Short-Kandidaten oder ist es eben, und das ist natürlich auch eine wichtige Information, eher uninteressant das Ganze. Fangen wir mit der ersten Aktie an, die hier die 3M sein soll. Wir sehen einen wunderbarer Aufwärtstrend, ein vormaliger Widerstand bei 169,32 wurde gebrochen auf Periodenschlusskursbasis und damit ist dieser Widerstand zur Unterstützung geworden. Aus meiner Sicht ist diese Aktie damit natürlich auf jeden Fall ein Kauf. Und sie kommt auf jeden Fall in unsere relative Stärke-Schwäche-Matrix rein. Dazu habe ich hier schon mal den Dow Jones als Vergleich genommen und werde jetzt die Titel, die wir für interessant erachten, hier hinzufügen. Ich habe jetzt erstmal den Dow blau markiert als Benchmark, als Mittelwert und werde dann sozusagen unsere gefilterten Long-Kandidaten grün markieren und unsere Short-Kandidaten entsprechend rot markieren, sodass wir eben hier dann auch tatsächlich sehen, wer ist hier noch in der Relation zu den anderen, vielleicht der Outperformer, der Underperformer. 3M jetzt schon mal mit den Dow Jones natürlich ein überaus starker Outperformer. Nächste Aktie, die wir uns anschauen, ist die American Express Aktie. Hier ist es jetzt ein anderes Bild. Wir sind unter den gleitenden Durchschnitten. Aber das ganze Jahr 2016 eigentlich entgegen dem langfristigen Trend angestiegen. Von daher würde ich diese Aktie hier nicht in unser Portfolio mit aufnehmen, weil das einfach hier ja auch anhand der gleitenden Durchschnitte zu sehen ist. Es ist keine Dynamik drin. Das heißt hier keine
großartige Steigungen im EMA 200 und sowas filtert uns die Aktie relativ schnell raus als uninteressant. Die Apple-Aktie sieht da schon etwas anders aus. Wir sind jetzt am EMA 200 hier gut nach oben gekommen, haben eine inverse SKS-Formation eventuell als Chance hier für eine Bodenbildung auch ausgemacht. Und wenn man diesen Impuls mit der Korrektur mal vergleicht, ist auch diese Korrektur hier runterwärts im Jahr 2015 durchweg normal gewesen. Seit 2016 kann sich die Aktie eigentlich stabilisieren. Von daher würde ich sie jetzt mal mit aufnehmen. Wahrscheinlich ist es aber eher eine Aktie, die dann hier für uns uninteressant wird, weil einfach hier die Dynamik fehlt, beziehungsweise der Turnaround-Charakter hier noch zu schlecht ist. Schaut euch das an. Wir sind unter dem Index. Von daher können wir sie eigentlich gleich wieder rauswerfen. Es ist zu schwach, als dass es hier schon einen Sinn machen könnte, die in die langfristigen Depots mit aufzunehmen. Die Boeing-Aktie ist die nächste. Ihr seht, die gleitenden Durchschnitte laufen von links nach rechts ohne Dynamik. Die Aktie im Seitwärtstrend seit mehreren Monaten und damit uninteressant. Caterpillar entgegen dem übergeordneten Abwärtstrend jetzt am EMA 200 angekommen, am Haupteffizienzlevel dementsprechend eine trendlose Aktie. Chevron-Aktie ist ähnlich, sind an 200-Tage-Linie, 200-Wochen-Linie, Haupteffizienzlevel. Wir arbeiten gegen diesen Abwärtsimpuls noch und wir haben auch hier einen starken Widerstand im Raum. Wir stehen bei 110,34, bedeutet hier die Aktie jetzt also ohne größeres Potenzial, zumindest aus meiner Sicht. Cisco Systems ist die nächste, die hier auf die Longliste kommt, auch wieder ein schöner Ausbruch über eine starke Widerstandslinie, schöner Trend, schönes Auffächern der gleitenden Durchschnitte, von daher nehmen wir die Cisco auf jeden Fall als Long-Kandidaten hier mit ins Depot auf und markieren diese dann natürlich auch grün. Ist auch im Jahresvergleich etwas stärker als der Dow jetzt, wenn es auch hier schon teilweise mal etwas anders war. Coca-Cola ist die nächste. Chartbild ist durchweg bullisch. Wir sind über den gleitenden Durchschnitten. Wir korrigieren jetzt seit den letzten Monaten in einer bärischen, bullischen Flankenformation. Bis ans 38er Fibo ist die Korrektur jetzt gelaufen. Von daher kann hier tatsächlich sich das Chartbild in Zukunft mit hoher Wahrscheinlichkeit wieder aufhellen. Coca-Cola-Aktie kommt hier mit in ein mögliches Depot rein und wird auch an dieser Stelle grün markiert. Nächster Titel ist DuPont. DuPont ist ein Long-Kandidat aus meiner Sicht, gleiten Durchschnitte fächern auf. Der Kurs ist in Richtung des Trends unterwegs und dementsprechend werden wir also auch hier einen Blick drauf werfen. Diese Aktie ist relativ volatil hier, wie wir sehen können, und entsprechend im Moment auch sogar die stärkste, die wir jetzt hier ermittelt haben. Zumindest aus Sicht eines Jahres. ExxonMobil ist hier der nächste Titel. Im Moment ein Abwärtstrend, dann wieder eine starke Korrektur bis ans Haupteffizienzlevel, bis an die gleitenden Durchschnitte. Letzten zwei Wochen wieder Abwärtspotenzial gehabt. Dementsprechend aus meiner Sicht ohne wirklichen Trend unterwegs. General Electric in einem Aufwärtstrend sehr, sehr stark. Von daher kommt sie hier auf jeden Fall mit rein in die ganze Sache. General Electric, auch ein Kaufkandidat. Ihr seht schon, es sind im Moment keine Verkaufskandidaten, die wir finden konnten. Umso schwerer wird es dann natürlich, ein marktneutrales bzw. auch ein paar Short-Titel zu finden. Goldman Sachs ist natürlich eine Aktie, die hier eventuell auf der Short-Seite interessant werden könnte. Wir sind unter den gleitenden Durchschnitten. Wir haben auch hier einen markttechnischen Abwärtstrend. Von daher ist die Goldman Sachs so die erste Aktie, die jetzt hier auf der Short-Seite dann auch ein bisschen interessant sein könnte. Wenn man eben keinen guten Short-Titel hat, dann muss man auch hier dann einfach diese nehmen, die zumindest mal keinen intakten Aufwärtstrend haben. Nochmal ganz kurz durch, alle, die wir bis jetzt hatten. American Express wäre dann auch noch so eine Notlösung, einfach weil die Aktie halt sehr, sehr schwach ist. Apple nicht, Boeing nicht, Caterpillar nicht, Chevron auch nicht wirklich.
Nee, also das wäre wirklich dann die einzige American Express, die wir hier noch auf der Short-Seite vielleicht mit aufnehmen können von dem bisher Betrachteten. Wir müssen also unbedingt auch ein paar Short-Titel hier mit reinnehmen, beziehungsweise Titel, die einfach relativ schwach sind, um dann auch das Ganze natürlich im Depot gegeneinander abhatchen zu können, dass wir also wirklich diese Marktneutralität hier erwischen. Goldman Sachs war die nächste Aktie, die ich jetzt noch nicht, wo ich noch kein fertiges Chartbild habe, ist die Home Depot Aktie, gehandelt an der New York Stock Exchange, im Wochenchart auf jeden Fall ein Long-Kandidat. Das sieht, denke ich, auch derjenige, der noch keine Erfahrung hat in der technischen Analyse, wird auf jeden Fall hier mit grün markiert, das ganze Spiel. Dann haben wir die nächste Aktie, das wäre hier die IBM. IBM-Aktie ist an sich hier eher ein Short-Kandidat. Schaut euch das an. Schöner Abwärtstrend ist auf jeden Fall hier von einer deckelnden Trendlinie das Ganze begleitet. Könnte man hier im Grunde genommen mit einem Verkauf rechnen. Wir sehen, dass die Aktie sehr, sehr stark am EMA 200 immer agiert. Also hier wirklich mustergültiges Beispiel für eine Reaktion am EMA 200 hier im Wochenchart. Und von daher ist das eventuell unser nächster Short-Kandidat. Auf jeden Fall relativ schwach diese Aktie zuletzt gelaufen, wenn wir auch schon sehen, naja, nah am Index, hat sogar ein bisschen Gewinn gemacht über das Jahr gesehen. Ja, ehrlich gesagt ist das dann auch kein guter Short hier da in diese Aktie reinzugehen. Nächste ist die Intel. Schauen wir uns auch die an der Nasdaq gehandelt. Bullisches Chartbild über den gleitenden Durchschnitten. Diese steigen an, aber seit 2015 ist eigentlich nichts passiert. Das heißt, die Intel wäre eher long als short. Von daher können wir sie erstmal rauslassen. Da haben wir bessere schon mal gesehen hier. Das ist, denke ich, klar. Die nächste ist die Johnson & Johnson. New York Stock Exchange. Auf jeden Fall ein super Bulle, der hier eventuell auch dann, ja, es ist im Moment die stärkste Aktie, die wir bis jetzt ermittelt haben. Im Jahresvergleich, von daher ist sie mit hoher Sicherheit dann auch beim Trading mit dabei. JP Morgan könnte jetzt wieder ein Short-Kandidat werden. Bankensektor ist ja recht angeschlagen. New York Stock Exchange. Aber aus der Sicht des Charts heraus natürlich sehr, sehr stark. Also wir sehen hier gegenüber Goldman Sachs eine starke Outperformance. Könnte beispielsweise auch hier, wenn das jemand gerne handelt, sowas. Diese Aktie gegen die Goldman Sachs in einem Ratio-Trade handeln, das wäre auch eine lustige Idee, die eventuell hier etwas Gewinn abwirft. Schauen wir mal, dass wir diesen Chart gleich mal einordnen. Wir haben also hier eine Dreiecksformation, die sich ausbildet. Der Ausbruch wäre zumindest trendfolgend zu erwarten. Das heißt, auf der Oberseite eine relative Stärke ist aber hier nicht zu erwarten. Ich speichere den Chart mal kurz ab, jetzt wo wir ihn schon bearbeitet haben. JP Morgan, okay, uninteressant für ein Depot. McDonald's ist die nächste Aktie. New York Stock Exchange, bullischer Titel, kann auf jeden Fall hier Performance zeigen, wenn auch natürlich im Moment im Rückwärtsgang, aber wenn man das Ganze mit Fibonacci mal vermessen, kann diese Korrektur durchaus noch weiter runtergehen und ist immer noch im neutralen Rahmen. Das heißt, die McDonald's-Aktie würde ich hier sogar gerne mit in die Long-Kandidaten mit aufnehmen. Auch gar nicht so schlecht dabei, was jetzt hier die relative Stärke angeht. Die Merck und Co. ist die nächste. Ist halt einfach ein bisschen mit Arbeit verbunden, das ganze Spiel, aber müssen wir jetzt durch. Sehen wir gleich, okay, wenn dann eher kaufen als verkaufen, aber relative Stärke war da jetzt lange Zeit keine gegeben, von daher können wir sie guten Gewissens auch rauslassen hier. Microsoft, Nasdaq-Titel ist auf jeden Fall ein Bulle, kratzt auch hier oben am Widerstand, von daher auf jeden Fall ein Kandidat für einen Trade. Wird auch nochmal grün markiert. Dann haben wir die Aktie von Nike.
Und dann nähern wir uns schon dem letzten Drittel im Dow Jones hier. New York Stock Exchange, ja, seit einem Jahr rückläufig. Ist zwar ein starker Aufwärtstrend da, aber wir haben einfach hier fehlende Dynamik seit diesem Hoch hier Ende 2015. Nichts gekonnt, die Aktie, von daher wahrscheinlich auch in der relativen Stärke dann ein Underperformer und dementsprechend auf der Long-Seite uninteressant. Die Pfizer-Aktie an der New York Stock Exchange ist ähnlich langweilig, es läuft von links nach rechts. Man denkt zwar, okay, der Aufwärtstrend ist gut und stark, aber wenn man mal guckt, hier die Niveaus seit Anfang 2015 haben wir jetzt wieder erreicht. Das ist kein echter schöner Trend, der macht so keinen Spaß zu traden. Von daher lassen wir sie lieber raus, da gibt es deutlich bessere Titel. Procter & Gamble, auch hier diese relative Langeweile, wenn aber auch natürlich im Aufwärtstrendmodus über den gleitenden Durchschnitt. Das heißt, es ist einfach kein Short-Kandidat, trotzdem eher ein Seitwärtskandidat, der hier keine Beachtung finden sollte. Die Travelers-Aktie an der New York Stock Exchange ist wiederum ein guter und stabiler Long-Trend hier erkennbar, sollten wir mit aufnehmen und auch grün markieren. Schauen wir weiter. Nächste Aktie ist die United Technologies. Vorsichtiger Aufwärtstrend ist da, gleitenden Durchschnitt überwunden, aber relativ schwach zum restlichen Markt, von daher uninteressant im Moment. Aber Short möchte ich die auch nicht handeln. United Health Group ist ein Long-Kandidat für uns hier an dieser Stelle. Markieren wir sie grün. Und dann kommen die letzten vier. Einmal die Verizon, New York Stock Exchange. Trend ist da, Trend ist jung, Trend ist schön, aber im Grunde genommen sind wir jetzt auch wieder auf den Niveaus von 2013, von daher für uns jetzt an dieser Stelle uninteressant. Die Aktie, wer gerne junge Trends handelt, der ist natürlich hier gar nicht so schlecht da. Die Visa-Aktie auch, vorher schöner Trend, seit 2016 vollkommen abgeflacht, keine Bewegung mehr drin hier leider in diesem Depot, beziehungsweise in diesem Wert. Von daher für mich jetzt uninteressant. Walmart ist aus meiner Sicht eher ein vielleicht noch Short-Kandidat sogar. Jetzt messen wir mal mit Fibonacci über den Impuls drüber und sehen, der Abwärtsimpuls wurde zur Hälfte korrigiert. Okay, das Problem ist einfach, die ist über den gleitenden Durchschnitten. Das heißt, wir können auch die jetzt nicht wirklich auf der Short-Seite anpacken. Also es wäre aus meiner Sicht sträflich, eine Aktie mit einem Aufwärtstrend seit einem Jahr jetzt wirklich dann auf der Short-Seite anzupacken. Walt Disney ist vielleicht noch so eine Aktie, die jetzt seit im Grunde genommen, wenn man jetzt einen Tageschart schauen würde, dann würde man nur noch Abwärtstrend sehen, die auf jeden Fall eine relative Schwäche hat. Die nehme ich jetzt mal noch mit rein, dass wir noch einen Short-Kandidaten kriegen. Genau, die ist also wirklich auch hier relativ schwach. Dann sind wir schon durch die Dow-Titel. Wir haben drei Shorts. Das ist einmal die Goldman Sachs, einmal American Express und einmal Walt Disney. Damit ist die Short-Seite auf drei Aktien limitiert und wir dürfen an dieser Stelle auf der Long-Seite auch hier gegen die drei Schwächsten im Dow Jones, die drei Stärksten, wiederum traden. Und da müssen wir eben jetzt mal das rausnehmen, was uns nicht interessiert. Das sind auf jeden Fall die Aktien bis 117% Gewinn. Schauen wir mal, dass wir die schnell rausschmeißen. Die Cisco fliegt wieder raus. Die ist also wirklich nicht stark gewesen. Die Coca-Cola ist an sich auch kein Outperformer. DuPont bleibt wahrscheinlich drin. 3M müssen wir uns näher anschauen. General Electric müssen wir uns näher anschauen. Home Depot, Johnson & Johnson, McDonald's, Microsoft. Genau, die fliegt nach raus. Die Travelers muss weg. Und dann müssen wir uns hier mal ein bisschen ranzoomen, wer hier jetzt relativ stark und relativ schwach ist. Also United Health Group fliegt raus. Microsoft bleibt wahrscheinlich drin. McDonald's fliegt raus. Johnson & Johnson ist hier mit einem der stärksten, bleibt drin. Home Depot fliegt noch mit raus. DuPont,
3M fliegt raus. Jetzt haben wir 4 oben und 3 unten. Es muss also noch eine raus. Das wird dann also die hier sein. Die muss ich mir mal kurz suchen. Das ist die General Electric. Die fliegt auch noch raus. Also, dann haben wir es schon. Ganz einfach gelöst, das Problem. Es bedarf, wie gesagt, etwas Arbeit hier. Aber die praktische Umsetzung ist jetzt umso einfacher. Nämlich, man handelt jetzt einfach im Aktiendepot Long die Aktien von DuPont, von Johnson & Johnson, Microsoft und auf der Short-Seite zu gleichen Teilen die Goldman Sachs, American Express und Walt Disney. Da ist jetzt der Vorteil, wenn man das richtig anstellt, hat man ein marktneutrales Depot geschaffen. Das heißt, es ist relativ egal, wie sich der Dow Jones entwickelt in der nächsten Zeit, sondern man hat durch die relative Stärke und relative Schwäche eine Spread-Konstellation geschaffen, von der man auch profitieren sollte, wenn die relative Stärke und relative Schwäche dementsprechend auch noch anhalten kann. Ihr seht aber, dass das in der Masse immer weiter sich ausdehnt. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass wenn wir 3 Titel oben und 3 Titel unten haben, dass das langfristig Gewinn abwirft, ist relativ hoch und relativ entspanntes Trading, weil einfach hier natürlich diese Hedges gegenseitig den ganzen Markt neutral stellen. Was ich ein bisschen als schwierig erachte, ist, dass wir hier nur 3 Titel Long und 3 Titel Short haben, weil dann natürlich der Einfluss einer einzelnen Aktie, wenn die dann doch mal in die andere Richtung ausschlägt, aufgrund von Nachrichten relativ hoch ist, noch recht groß ist. Der nächste Schritt jetzt wäre, und der optimale Schritt wäre, aber das sprengt jetzt natürlich so ein bisschen den zeitlichen Rahmen, das Ganze hier zu machen auf den S&P 500, der uns 500 Werte natürlich hier möglich macht. Und da die relativ stärksten Long-Titel gegen die relativ schwächsten Short-Titel hier zu traden, das macht natürlich Sinn. Da findet man sicherlich 10 Stück oben und 10 Stück unten und hat dann einfach dieses Einzelaktienrisiko nochmal deutlich minimiert. Also das werden wir uns nochmal angucken. Da muss ich aber ehrlich gesagt erstmal auf die Suche gehen nach einem Broker, der die ganzen 500 Aktien auch wirklich anbietet. Wahrscheinlich muss man dann den Umweg gehen, dass man tatsächlich nicht über Derivate geht, sondern die Aktien selber tradet. Umsetzung des ganzen Spaßes können jetzt erfolgen, beispielsweise wie gesagt hier im MT5 von Active Trades. Da wartet man noch ein bisschen auf den Datenfeed der USA. Ich habe vorhin mit einem Mitarbeiter gesprochen von Active Trades. Wie gesagt, man macht das Konto auf. Man muss dann so ein Formular unterschreiben, dass man eben die Datenfeeds bekommt der einzelnen Aktien, weil eben das Ganze eigentlich kostenpflichtig ist. Wenn man das im Demo handelt, dann kriegt man das zeitweise auch kostenlos gestellt von denen. Ich weiß jetzt nicht, wie lange das dauert. Sobald wir hier den Zugang haben, werden wir diese Orders platzieren. Ich mache das jetzt Ganze, mache einen Screenshot davon, dass wir hier das nicht vergessen. Und dann braucht man im Grunde genommen nur noch die Aktien kaufen. Einzige Wichtige ist dann wirklich noch, dass man jeder Position dieser 6 auch das gleiche Risiko verpasst. Wie man die Stops setzt, ob man die jetzt aus Sicht der Charttechnik setzt, im Tageschart beispielsweise, oder ob man die prozentual vom Wert einfach 10% vom aktuellen Kurs wegsetzt, das sind Möglichkeiten, die schauen wir uns dann an, wenn wir hier loslegen. Ja, das war nochmal so ein Anreiz zur Stunde, vielleicht interessant für den einen oder anderen, wie man auch so ein Aktientrading angehen kann, ohne dass man sich hier größeren Risiken aussetzen muss. Ich hoffe, ihr konntet da ein bisschen was mitnehmen. Wenn noch Fragen dazu sein sollten, schreibt es einfach in den Chat. Ich bin ansonsten erstmal hier für heute Nachmittag raus aus dem Trading Room. Schau mal kurz, wann geht's weiter? 19 Uhr heute mit dem Webinar von Stefan. Den Link, wie gesagt, findet ihr hier bei Active Trades Academy und dann Webinare. Vielleicht schaut der ein oder andere rein, ansonsten macht der Patrick morgen um 7:30 hier im Trading Room weiter. Wer mich nicht mehr hören sollte und dann schon auch auf dem Weg ins Wochenende ist, dem wünsche ich alles Gute. Und ich werde morgen, auch wenn es jetzt nicht hier drin steht, sicherlich nochmal einen Beitrag hier gegen Mittag oder Nachmittag für euch bringen, sodass wir auch nochmal hier auf unsere aktuellen Trading-Positionen morgen eingehen können, bevor es hier ins Wochenende geht. Ich danke euch. Rüdiger schreibt noch, kann man die Auswahl auch über den RSI machen? Ja, kann man natürlich machen. Gibt verschiedenste Möglichkeiten. Ich finde das halt eigentlich so auch wieder, um die Praxis, die Übung ein bisschen reinzubekommen und da ein Gefühl für diese Indizes zu bekommen, eigentlich ganz gut, wenn man sich tatsächlich die einzelnen Aktien auch alle mal aus Sicht der Charttechnik anschaut, dann bekommt man einfach so ein bisschen Gefühl für die möglichen Marktbewegungen in der nächsten Zeit. Ja, danke euch, bis bald.
und euch noch einen schönen Nachmittag.